Umschalten geht leider nicht. Der lässt sich verschieben auf jeden Fall, aber... Also der steht nicht ganz. Steht ein bisschen schief. Hier steht halt nicht schief. Wer ist es hier hinten offen? So, ich hab den. Ist mir nicht aufgefallen. Er geht auf. Dann müssen wir hier wieder zudrehen. Hieroglyphe des Falkens. Sie steht für die gottweite königliche Herrschaft des Pharaos. Wir haben alle Hieroglyphen. Davon lass uns der Restauratorin davon berichten. Gleich. Das Falsche. Ja. Da können wir nämlich jetzt mal schauen. Sehr schön. So, jetzt können wir hinausgehen. Die neue Fähigkeit wahrscheinlich sehr gebrauchen. Eis am Schild, du hast 50 Eis am Schild erhalten. Überhaupt nicht merkwürdig oder so. Total verstrahlt. Die sind so verstrahlt.
Schade. Ich hätte halt auch erwartet, dass hier noch was ist. So viel Strahlung und uns geht es gut. Wir können was ab, also. Das Skelett treffen. Das komplette Skelett treffen. Schade. Ich finde das Skeletttreffen toll. Eigentlich nur noch, dass man ein bisschen rennen kann, aber muss ja auch nicht sein. Tempo ist ja eigentlich in Ordnung. Aber wenn ich wie jetzt irgendwie sonst wo rumrenne, sehr schön. Den Eis am Stiel. Hervorragend, ihr habt die Hieroglyphentafeln tatsächlich gefunden. Jetzt setzt sie in der Obelisten hier neben mir ein. Ich glaube, das ist die Stelle, an der wir die Hieroglyphen benutzen sollen. Lass uns die Hieroglyphen, die wir gefunden haben, auf den Obelisken platzieren. Wir haben alle platziert. Oh. Hervorragend, ihr habt alle Hieroglyphentafeln angesetzt und hier ins Innere der Pyramide ist nun offen. In den alten Zeiten waren die Tiere auf den Tafeln mit verschiedenen mystischen Geschichten verbunden. Der Skarabäus rollte die Sonne über den Himmel, der Schakal behütete die Waage am Eingang zum Jenseits und der Falke war mit allsehenden Auge gesegnet. Aber jetzt ist es Zeit für euch, das Grab in der Pyramide zu untersuchen und mir dann zu erzählen, was ihr entdeckt habt. Moment, sie kommen gar nicht mit uns. Ach hey, ich wünsche dir wirklich, ich könnte, aber mir ist gerade eingefallen, dass ich unbedingt hier warten muss. Falls Besucher auftauchen, hat rein gar nichts mit unheimlichen Kreaturen oder tödlichen Fallen zu tun, dann mal viel Spaß da drin. Die Katzen sind abgehauen. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Was treibt's denn? Weiß Kaninchen, was für ein schönes Tier. Könnte noch etwas, könnte für etwas gut sein. Oder einfach nur süß. Treibsand. Aha, das war also der Hebel für den Sandabfluss. Die Vase können wir wahrscheinlich auch zerstören.
Okay, wieder rauf. Aber... Okay, hier kommen wir also nicht lang. Die Vasen können wir bestimmt zerstören. Bisschen einseitig das Muster hier. Bisschen Abwechslung hätte ich mir da gewünscht. Wie hier. Also doch nicht wie hier, aber ähnlich. Ui. 120 Eis um Stil. Ja. Baue eine Überquerung über die gefährliche Fallgrube. Fünf große. Sechs von denen hier. Reicht eigentlich schon. Nicht hübsch, aber praktisch. Genau, und die Vasen können wir hier sieht man es ganz genau. Hier ist das halt das Symbol. Auch eigentlich hochziehen oder runterziehen. Unsere Peitsche haben wir nicht mehr oder wie? Bin mir nicht sicher. Oberste Grabwache. Oh. Alteindringlinge, ihr wagt ist die heilige Ruhestätte der Königin zu betreten. Wir wollen eigentlich nur rausfinden, was draußen all das Chaos verursacht hat. Bitte lass uns durch. Nun gut, die heiligen Schriften erlauben Besuch der Königin vor ihrer Familie und Freunden innerhalb der Besuchszeiten. Meine Grabwachen sollen eure Kenntnis der Königin prüfen. Weist ihr euch würdig, ihre Freunde zu sein, werde ich euch in ihr Besucherzimmer lassen.
Mein Vater hat mir eine frevelhafte Anmerkung, aber eure Kleidung und die Accessoires sind einfach göttlich. Oh, danke, ich würde sagen, die Mode hat es weit gebracht in den letzten 3000 Jahren. Okay. Seht die Prüfung der Katzenwürdigung. Seit jeher lebt unsere Königin Katzen, so wie es ihre Vorfahren taten. Die sind sogar heute noch recht beliebt. Dann werdet ihr wohl mit dieser Aufgabe keine Schwierigkeiten haben. Die Katze der Königin ist ihr liebster Begleiter. Aber diese nackten Steinwände sind nicht auf Katzenbedürfnisse ausgelegt. Es benötigt eine Einrichtung, die diesen Ort katzenfreundlicher macht. Oh. Katzenbaum. Die Mietzmatzmusch. Platziere die Testkatze. Platziere mindestens 2 Liegeplätze auf unterschiedliche Höhe. Platziere das Körbchen. Nichts darf auseinanderfallen. Warte einen Moment. Mindestens 2 Liegeplätze, okay? Und nichts darf auseinanderfallen. So, wir haben einen Katzenkorb und wir haben eine Katze. Okay, fertig. Die Testkatze. Ich würde schon sagen, wir sollten das. Irgendwie da platzieren. Das ist ein Liegeplatz. Und 2 Liegeplätze sollen wir ja machen. Auf verschiedenen Höhen. Eigentlich müsste ich jetzt sagen, ja. Genau. Gut. Das hat recht billig war. Ihr habt eure Fähigkeit bewiesen. Oh, was für eine geniale Konstruktion. Ein erhabener Bogen, ein kratzfester Stamm und reichliche Liegeplätze. Miu wird es lieben. Und da hinten... Da hinten ist ja was. Hier hinten ist auch was.
sehr die Prüfung der Verantwortung. Unsere Königin respektiert die Tradition ihres Volkes, ebenso die Monumente ihrer Vorfahren. Ihre Pyramide und Obelisken. Obelisken. Ja, ihre Pyramide und die Obelisken. Ihr müsst ein Modell einer ihrer Ruhestätten bauen. Großartig, noch mehr Verantwortung. Verantwortung ist wichtig. Ihr solltet diese Stätten respektieren. Die meinigen betrachten sie als heilig. Ist schon gut. Wir werden euer Modell bauen. Lerne, wie man Oberflächen zubaut. Manchmal erfordert eine Bauaufgabe, dass wir eine Fläche mit Steinen zubauen. Siehst du diese gepunktete Fläche, die Halbkreise zeigen nach oben? Das bedeutet, wir müssen sie von oben mit Bausteinen zubauen. So, fertig. Das war zu hoch. Hier zeigen wir die Halbkreise nach unten. Das bedeutet, wir müssen die Fläche von unten mit Steinen zu bauen. Hier schon. Bau eine perfekte Pyramide. Eieieiei. Eine perfekte Pyramide. Bin ich hier unter die Pyramidenbauer jetzt gegangen? Wollte doch gar nicht. Sollte mich beschweren. Aber wir kommen doch ganz gut voran. Eine perfekte Pyramide, okay, da kann ich nichts verbessern. Ihr habt eure Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Eine perfekte Nachbildung. Ihr habt sogar an das alterehrwürdige Gästezimmer, die alterehrwürdige Sauna und die alterehrwürdige Bowlingbahn gedacht. Perfekt. Wer hätte gedacht, dass es so interessant sein könnte, sich mit altehrwürdigen Pyramiden zu befassen. Das altehrwürdige Gästezimmer und die altehrwürdige Bowlingbahn. Da wurden wohl alle mit Schädeln gekegelt, oder wie muss ich das verstehen? Ein Vögelchen. Miau. Und Chamäleon. Wir müssen das sowas von zerstören hier. Seht die Prüfung der modischen Innendekoration. Entschuldigung, wie bitte? Ehrlich gesagt nehmen die anderen beiden Wachen ihre Prüfung sehr ernst. Ich bin sicher, sie leisten hervorragende Arbeit.
Aber ich bin zum Tode gelangweilt von diesen immer gleichen Sandsteinwänden. Keine Flecken, keine Farbe, nirgendwo. Ich wollte nicht für tausende von Jahren irgendwelche Gräber bewachen. Indesign war mein großer Traum. Dieser Ort ist ein Graus. Bitte, ich brauche unbedingt ein Einrichtungsstück, das Frohsinn versprüht. Baue eine nette, arrangierte Setzkasten für den Grabwächter. Ein Setzkasten? Ein Pharaonensitzkasten. Die kommen eigentlich dann oben hin. Ein schöner Setzkasten werden. Und dann können die hier mit mir so ein Mist hier. Den nur nicht, aber er funktioniert. Das sollte der letzte Prüfung gewesen sein. Gehen wir zurück zum obersten Grabwache. Ja, ist okay. Ich heiße euch willkommen als Freunde der Königin. Ihr habt die Prüfung bestanden und dürft nun eintreten. Macht euch bereit, unsere Königin Cleokatra zu treffen, sowie ihr geliebtes Kätzchen. Da ist eine Truhe. Häschen. Ein Einsiedler kippt der schön. Vase zum Zerstören.